Playoff-Auftakt Alba Berlin gegen Ratio Farm Ulm. Und die Berliner kriegen eine Hiobsbotschaft. Peyton Siever fällt verletzt aus, zumindest für Spiel 1. Sein Ersatzmann Derek Walton Jr. springt aber in die Bresche, legt ein Double-Double in 11 Punkte, 12 Assists und zerlegt die Ulmer Verteidigung in ihre Einzelteile. Die Ulmer mit wenig Energie sind ratlos. Javonte Green mit dem einzigen Highlight. Alba dagegen setzt ganz viele Ausrufezeichen in dieser Partie. Sie spielen mit Leib und Seele und ganz viel Herz und dominieren diese Partie. Die Ulmer müssen jetzt eine Reaktion in Spiel 2 zeigen. Sonst ist diese Serie ganz schnell zu Ende. Der neue Vertrag ist frisch unterschrieben. Da steht auch schon Spiel 1 in den Playoffs an für Dejan Radonjic und den FC Bayern Basketball. Die Löwen Braunschweig sind zu Gast und klarer Underdog ohne Scott Atherton. Die Bayern mit gutem Beginn, aber dann sehr unkonzentriert, lassen immer wieder Fastbreak-Punkte der Braunschweiger zu und auch in der Offensive lassen sie einiges liegen. Vor den Augen von Dennis Schröder ist die individuelle Klasse der Bayern dann aber letztendlich doch zu groß. Sie gewinnen einen Kampf, ein Ringen mit 70-59. Derek Williams macht mit diesem Dank die Partie letztendlich zu. Die Braunschweiger können trotzdem einiges mitnehmen für Spiel 2 am Freitag. Der Mann des ersten Playoff-Spiels zwischen Oldenburg und Bonn heißt Will Cummings. Der MVP der regulären Saison führt sein Team überragend gegen starke Bonner. Zur Halbzeit kommt Will Cummings nur auf 10 Zähler, dreht nach dem Seitenwechsel aber richtig auf und erzielt am Ende starke 34 Punkte. Sein Pendant auf Bonner Seite Josh Mayo kommt nur auf 10 Punkte, bleibt ohne Assist und Rebound. Will Cummings aber trägt die beste Offensivmannschaft der Liga zum am Ende verdienten 105-94 Sieg vor über 6000 begeisterten Zuschauern. Bonn hält lange mit, führt sogar im dritten Viertel mit 10 Punkten, muss aber nun auf das Heimspiel am Dienstag hoffen, um die Serie auszugleichen. Charles Jackson ist mit 21 Punkten bester Bonner. Austin Hollins, endlich dein Wahnsinnstag im ersten Playoff-Spiel in der Geschichte von Krasnodar. 8 erfolgreiche Dreier, 31 Punkte. Seine Mannschaft spielt mit großer Leidenschaft und fassbarer Energie. Und das, obwohl 4 Big Men verletzungsbedingt ausfallen. Bester Bamberger ist Elias Harris, der Einzige, der die größten Vorteile am Brett für gut nutzen kann. Fechter, getragen vom Publikum, feiert sich weiter, führt diese unfassbare Saison fort, schlägt Bamberg 96-85 im ersten Viertelfinalspiel und kann in dieser Verfassung auch ohne die Verletzten gegen Bamberg ins Halbfinale.